Greifvogelstation zur Flugverführung am Ort im Morgen recht herzlich begrüßen. Möchten wir mit unseren Tieren die unterschiedlichen Flug- und Jagdweisen unserer Vögel mal etwas näher zeigen. Wir sehen auch schon direkt den ersten in Aktion. Das ist ein Uhu, die größte Eulenart, die es gibt auf der Welt. Mittlerweile auch in Deutschland über alle großen Waldgebiete wieder verteilt. Auch hier in der Gegend brüten einige davon. Normalerweise sind diese Vögel mehr nachts- oder dämmerungsaktiv. Nun ist dieses Exemplar aber von klein auf von Hand hier aufgezogen, somit automatisch auf den Tagesrhythmus hier eingestellt und hat dementsprechend auch keine Probleme, tagsüber seine Flüge hier zu machen, auch wenn es zwischendurch schon mal ein bisschen länger dauert, ehe sich unser Vogel in Bewegung setzt. Alle Eulen können tagsüber sehen und fliegen und jagen, die nicht tagsüber blind, wie immer behauptet wird, sind nur äußerst selten tagsüber aktiv, weil ihre Hauptbeutetiere des Nachts unterwegs sind und sie somit den Tagreisvögeln als Feinden aus dem Weg gehen wollen. Der Uhu hat allerdings relativ wenig natürliche Feinde, der Steinadler, wo sie zusammen vorkommen. Ansonsten könnten Jungvögel allerdings auch zur Anlage oder mal gefressen werden. Hey! Dieses Gerät hier nennt man Federspiel, das ist ein Lederkörper, geformt wie ein fliegender Vogel, Beute als Rappe darauf. Danach soll das Teil hier der Luft jagen. Aber er wird sie mehrfach vom Körper weggezogen, sodass der Vogel veranlasst wird, jetzt einen erneuten Jagdflug zu zeigen. Bei optimalen Flugbedingungen, sprich trockenem, wenigem Wetter, können das die besten der Falken 20 bis 30 Mal hintereinander, ohne sich dabei irgendwo abzustellen. Voraussetzung natürlich auch vollste Motivation des Vogels. Er gibt noch mächtig Gas hier. Und auf diese Art und Weise jagen die Falken fliegende Vögel, aber das Beutetier versucht natürlich den Falken auszuweichen. Erst bei jedem 5. bis 7. Versuch im Durchschnitt hat der Greifvogel Beute erwischt. Manchmal braucht es 20 Versuche, manchmal klappt es zweimal hintereinander und deshalb soll der Vogel auch zunächst mal hier mehrfach am Federspiel vorbeifliegen. Hey! Der dann letztendlich darauf landen kann, seine Belohnung in den Kampf legen. Hey! Einen Eindruck vom Falkenflugsystem haben wir auf jeden Fall miterlebt hier mit Andrea, 9 Jahre alt. So, da geht es schon weiter mit unserem Wüstenbusser Vögel aus Süd- und Mittelamerika. Kommt von der Südspitze Südamerikas bis in den Südwesten der USA vor. Und sie leben in dornigen Gestrüpp- und Steppengebieten, Wüsten und Halbwüsten. Nicht unbedingt im tropischen Regenwald, somit haben sie auch hier in Mitteleuropa keine Probleme mit dem Klima zurechtzukommen. Der englische Name ist Harris Hawk. Hawk ist eigentlich das Wort für Habicht. Sie können nämlich ähnlich wie ein Habicht in der Luft und am Boden Beute schlagen. Dies nennt man auch Kombinationsjäger, also fliegende Vögel und laufendes Wild während der Jagd. Aber hier bei uns jagen die Vögel nicht selber, werden natürlich regelmäßig gefüttert. Haben nicht unbedingt den Drang zu jagen, könnten es schon, müssen es nicht, tun es äußerst selten. Die Wüstenbusshaare jagen auch in Gruppen, in sogenannten Kompanien, als große Ausnahme bei den Greifvögeln, die eigentlich in der Regel einzeln oder paarweise leben und jagen, aber die Wüstenbusshaare veranstalten in Familienverbänden regelrechte Treibjagden auf ihre Beutetiere. Thank you.
Oh ja, Tina. Weiter unter uns, wo die Bänke stehen, geht es gleich weiter mit einer Gruppe von mehreren Adlern.